Ein Haus wartet auf seinen Meister. In wenigen Tagen ist es soweit. Ralf Meister, der neue Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, zieht in die Bischofskanzlei ein. Pressesprecher Dr. Johannes Neukirch will schon mal nach dem Rechten sehen und sich vergewissern, wie weit die Renovierungsarbeiten fortgeschritten sind. Ah, Johannes, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, Daniela. Grüß dich. Und natürlich wird er aufs Freudigste begrüßt. Das ist Daniela Schreiter. Schickes Outfit übrigens, Daniela. Frau Schreiter ist für die Bewirtung der Gäste zuständig. Ich würde mich also immer gut mit ihr stellen. Und wir sind hier übrigens im Empfangsbereich der Bischofskanzlei und die Chefin im Empfangsbereich ist Svetlana Kasprowiak. Na, dann gucken wir doch mal. Hallo, Frau Kasprowiak. Immer bei der Arbeit. Müssen wir uns beeilen. Sag mal, Daniela, freust du dich schon, dass Herr Meister kommt? Ja, wir freuen uns alle ganz doll auf Herrn Meister. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Und weg sind sie. Es hat mir jetzt echt ein bisschen leid, dass wir Herrn Dr. Neukirch da so stehen lassen mussten. Aber Sie können sich wirklich nicht vorstellen, was hier im Moment los ist. Ja, die gesamte Post, die gerade hier ankommt, die Terminanfragen für das Jahr 2011, 12 und 2013 und die Einführung am 26. März. Und dazu kommen die Renovierungsarbeiten, die Tischler, die Maler, die Gerüstarbeiter. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Wir sind hier im großen Sitzungssaal des Landesbischofs. Es gibt auch einen großen Sitzungstisch, der ist allerdings gerade etwas mit Planen belegt, weil hier renoviert wird. Hallo Anne. Hi. Das ist Annegret Kentsch. Sie ist zuständig für Finanzen, Beurkundungen und das Archiv. Sag mal Anne, wie weit seid ihr denn? Oh, im Moment habe ich leider gar keine Zeit. Später, Johannes, später. Und weg ist sie. So, ich mache mich jetzt mal auf der Suche nach der Belegschaft hier, fange an im Büro des Landesbischofs. Das wird bestimmt wieder ganz schick, wenn es mal renoviert ist und die Möbel wieder drinstehen. Hier sind wir im Empfang, den kennen wir ja schon. Die 450 Quadratmeter große Bischofskanzlei. Hier hängt die ganze Riege der Altbischöfe unserer Landeskirche. Erstreckt sich übrigens über 3 Etagen und besteht insgesamt aus mehr als 20 Räumen. Und hier müsste eigentlich Silvia Mustert sein, die persönliche Referentin des Landesbischofs. Hier hängt auf jeden Fall schon mal ihr Bild. Hübsch, hübsch, hübsch. Ich möchte mal wissen, wo die schon wieder steckt. Ich gehe jetzt mal die ganze Belegschaft suchen. Silvia? Und wer sucht? Svetlana? Der. Daniela? Anne? Silvia? Anne? Der findet im Keller des Hauses zum Beispiel das Bischofsarchiv. Also Archiv ist super toll aufgeräumt, so habe ich das noch nie gesehen, aber gefunden habe ich es immer noch nicht. Ja, in den letzten Monaten haben wir im Archiv alles aufgeräumt. Wir haben die Unterlagen durchgesehen, aussortiert und wir haben ganz viel Platz für die neuen Unterlagen des neuen Landesbischofs Ralf Meister geschaffen. Ach, hier sind die alle. Hi, hallo. Hallo. Was geht jetzt da? Wir haben noch keine Zeit. Das geht jetzt nicht. Johannes Neukirch ist als Pressesprecher die Stimme nach außen. Und jetzt ist er erstmal froh, dass er uns gefunden hat. Normalerweise klappt das viel besser. Die Kanzlei und die Pressestelle arbeiten ganz toll zusammen. Ja, wir haben viel geschafft und sind jetzt froh, dass unser neuer Chef bald ins Haus kommen wird und die Landeskirche einen neuen Landesbischof hat. Das merken wir auch an den Gesprächen im Landeskirchenamt und vor allen Dingen an den vielen Telefonaten und Briefen, die hier eingehen. Alle sind ganz gespannt auf den neuen Landesbischof. Nur noch wenige Tage, dann muss zur Begrüßung alles fertig sein. Nur was machen die da eigentlich? Was machen die da? Genau, herzlich willkommen, Ralf Meister, der neue Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers.